Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Hohe Ehre, dass der Ministerpräsident hier ist. Da wirst du hier vorgestellt. Das ist ja wirklich fast eine Schwierigkeit zu überstehen. Was du alles gemacht haben sollst. Ich war hier mal Landesvorsitzender der CDU. Stell dir mal vor. Und ich war hier mal Vorsitzender der CDU und im Kreis Saarbrücken. Das war auch noch eine vernünftige Zeit. Und wenn ich mich hier so umsehe, kann ich durchaus sagen, da gibt es auch Spuren, die noch da sind. Die kann ich bei Peter Jacobi anfangen. Ich glaube, ich bin dein Nachfolger da gewesen. Mit den Nachfolgern hat man es ja so, wissen Sie? Man freut sich ja immer über die richtigen Nachfolger. Meine Nachfolgerin als Bundesumweltminister war, ja, ist eine dialogische Veranstaltung, hier kann man mitarbeiten, meine Damen und Herren. Wer war es? Angela Merkel. Angela Merkel war Umweltministerin nach mir. Gut, das wusste man da noch nicht so ganz genau, aber immerhin. Wer war meine Nachfolgerin als Bundestagsabgeordnete? AKK. Da bin ich nämlich ins feindliche Afrika gegangen. Und da wurde ein Sitz im Deutschen Bundestag frei. Und AKK wurde es, wenn ich das erzähle, wie AKK in St. Ingbert beim Parteitag, beim Nominierungsparteitag auf die Liste gekommen ist, können wir den ganzen Abend darüber nur sprechen. Aber da man hier ohne dies noch nicht richtig im Saarland ist, wenn du hier reinkommst und siehst noch nicht mal eine Flasche Carlsberg dastehen, dann kannst du doch nicht im Saarland sein. Es geht nicht. Es gäbe genug zu berichten, zu diskutieren, Erinnerungswürdiges oder Nostalgisches. Aber der große Philosoph Bloch hat bei dem feinen Satz formuliert: Nur das Erinnern ist fruchtbar, was daran erinnert, was noch zu tun ist. Und manchmal hat man das Gefühl, dass dieser Spruch vergessen wird. Dass man meint, in der Erinnerung an die Vergangenheit könne man den Problemen der Gegenwart ausweichen. Das kann man nicht. Manche weichen aus und verstärken dadurch das Problem. So bin ich nun zunehmend der Meinung, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob wir das richtig nennen eigentlich, wenn wir das Umweltpolitik nennen. Und da ich hier von der CDU eingeladen bin, wage ich das auch nochmal so zu unterstreichen. Ich weiß, vor kurzem war ein Interview von Helmut Kohl im Fernsehen wieder mal zu sehen. Das hat er gegeben, nachdem die Grünen zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag reingezogen sind. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich ist doch die Haltung der Natur und der Schöpfung ist urchristliches Anliegen und ist die Position, die wir haben. Also, bei jedem Interview, das ich irgendwo zu geben habe, bin ich am Ende gefragt, ob ich denn noch in der richtigen Partei bin. Ich habe gesagt, ich kenne viele, die in der falschen sind, aber ich bin in der richtigen. Also, es ist schon wichtig, darüber nachzudenken, wie hat sich denn das weiterentwickelt? Umwelt ist ja eigentlich eine ganz auf den Menschen bezogene Formulierung. Kluge Leute nennen das eine anthropozentrische Betrachtung. Da sind wir, die Menschen, und da ist die Umwelt. Da kannst du, auch das passiert manchmal noch in der CDU, an sowas mal zitieren wie eine Enzyklika eines Papstes oder gar die Heilige Schrift selbst. Da steht nämlich in den Genesis so schön drin, in Genesis 1, dass wachset und mehret euch und machet euch die Erde untertan, immer falsch interpretiert. Und dann, wenn du so ein Zitat hast, liest nicht mehr weiter. Wenn du nämlich weiterliest, kommst du Genesis 2, da steht nämlich so ein schöner Satz drin. Und der Herr setzte den Menschen in den Garten Eden, auf dass er ihn bebaue und bewahre. Also deswegen bin ich so altmodisch und wie ich meine, wirklich perspektivisch konservativ, dass ich sage, ich spreche lieber von Schöpfung. Und da sind wir mit dabei. Und da sollten wir uns wirklich wieder einmal klar darüber werden,
dass eine Politik und eine Partei, die vergisst, dass sie Ordnungsrahmen setzen muss und dass sie aus dem Ordnungsrahmen heraus mal fragen muss, wird sich denn diese Welt entwickeln, keine ganz große Zukunft haben kann. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für den Umsatz bei Karlsberg wirklich einen Beitrag geleistet habe. Gibt es noch eine weitere Brauerei? Hat sich auch verändert nebenbei. Wenn du damals, als ich hier noch so mein Unwesen trieb, bei jeder Brauerei im Saarland einen Abend eine Flasche Bier getrunken hast, warst du schön dabei. Warst du gut dabei. Das klappte auch. Also, ich plädiere sehr dafür, dass wir uns im Kern noch präsent. Irgendwo müssen wir uns mal den Plan. Zukunftsprognose wieder wagen, müssen sehen, wo wir gegenwärtig stehen und wie es weitergeht. Wo stehen wir denn? Was ist das für eine Welt, in der wir sind? Weißt du, ob die sich mal klar gemacht haben, wenn sie eine Landkarte sich malen und fangen in Norwegen an und nehmen das bis unten hin nach Afrika, Sub-Saharan-Afrika, und machen einen Strich durch. Und durch jedes Land, durch das sie kommen, schreiben sie mal dran, was ist das Durchschnittseinkommen pro Kopf der Bevölkerung dort. Dann bist du oben in Norwegen, eines der reichsten Länder, die wir haben. Die legen jetzt auch gerade wieder, weil sie so ökologisch denken, ein neues Gasfeld in Betrieb. Die haben ein durchschnittliches Einkommen von gut über 60, fast 70.000 Dollar pro Kopf. Wenn du weiter runter gehst, die ersparen jedes Land. Wo sind wir? Pro Kopfeinkommen in Deutschland? Unter 50, 48 Dollar. Wenn du in den Süden der Europäischen Union kommst, also in den Südosten vor allen Dingen, dann bist du schon bei 30 und drunter. Gehst du über das Mittelmeer rüber und kommst in Maghreb-Länder, also von Marokko bis nach Ägypten, bist du bei 2.000 bis 3.000. Und ich bin, wie gesagt, 8 Jahre lang in Nairobi in Kenia gewesen, Sub-Saharan-Afrika, Durchschnittseinkommen der Bevölkerung um 1.000. Und dann gehst du denselben Strich zurück und fragst, wie alt ist denn die Bevölkerung da? Da siehst du, dass hier unten in Afrika ein Durchschnittsalter der Bevölkerung, Kenia, liegt bei Durchschnittsalter der gesamten Bevölkerung, nicht Lebenserwartung, Durchschnittsalter. Etwas um die 20, 22 Jahre. Unser Durchschnittsalter, ich meine jetzt nicht hier, sondern insgesamt, was in Deutschland war. Die Jüngeren können noch stehen, die stehen. Das Durchschnittsalter ist fast so groß wie das Pro-Kopf-Einkommen, das vorhin erwähnt haben, und gut über die 40. Und das geht auch noch ein bisschen weiter. Ältestes Durchschnittsalter in der Welt liegt in Japan deutlich an der Spitze. Wenn du die beiden Zeiten miteinander vergleichst, dann weißt du, dass die Welt, in der wir leben. Afrika, meine Damen und Herren, liegt im engsten 14 Kilometer von Europa entfernt. Die haben auch einen wunderbaren Zugang zum Internet. Sie wissen ganz genau, welche Dinge da sind. Und sie wissen natürlich auch, dass die Art und Weise, wie wir produziert haben und konsumieren, dazu führt, dass sie die Probleme mitkriegen. Wenn wir heute über Klimawandel sprechen, müssen wir sagen, das ist verursacht von 25% der Weltbevölkerung. Aber 75%, die es nicht verursacht haben, leiden darunter auch. Also müssen wir schon ein bisschen fragen, wo geht denn diese Welt hin? Und wir müssen uns doch auch klar sein, dass wir zunehmend in eine Situation hineinkommen, dass wir eigentlich unser Wirtschaftswachstum, das wir so anstreben, daraus ableiten, dass wir die Fehler vorangegangenen Wirtschaftswachstum wieder korrigieren. Wir laufen eigentlich leer. Das haben nicht nur jemand, wie ist der da auch los? Das ist ja nicht nur eine Überlegung von mir, das ist eine der breiten Diskussionen, die wir gegenwärtig in Sozialwissenschaften überall haben, die die Frage stellen, welche, haben wir denn eigentlich noch eine Naturepoche, haben wir noch ein Holozän? Oder sind wir denn schon längst in einer Zeit angekommen, in dem wir ein Menschenzeitalter haben, ein Anthropozän?
Und dass wir eigentlich in dieser Situation gar nicht mehr frei entscheiden können, weil wir durch die Fehler des vorangegangenen Scheins gezwungen werden, was anderes zu machen. Was war das Unwort des Jahres 2011? Brauchen Sie nicht zu wissen. Unwort des Jahres 2011 war alternativlos. Frau Thatcher wurde in ihrem Kabinett Tina Thatcher genannt. Tina war nichts anderes, there is no alternative. Und wenn du keine Alternative mehr hast, dann hast du eigentlich auch keine freie Entscheidung mehr. Und da musst du dich fragen, wo geht es denn eigentlich mit unserer Demokratie hin, wenn wir uns immer mehr klar darüber werden, dass eigentlich die Macht die Politik verlässt. Joschka Fischer hat den schönen Satz mal gesagt, keiner kann gegen die Märkte Politik machen. Keiner. Wenn das also der Fall ist, müssen wir doch nicht nur eine Frage machen, ob wir jetzt den Klimawandel in den Griff kriegen, so wichtig das ist, sondern wie wir die Gesellschaft gestalten, dass dieses Lebensgefühl in dieser Gesellschaft sich irgendwo wieder verankert findet. Halte ich für eine vergessene Komponente, deswegen freue ich mich, dass die CDU daran geht, ein Grundsatzprogramm zu machen. Aber macht bitte nicht eins, bei dem jemand, der es liest, und nie von vornherein schon einige Semester Politik studiert hat, es ist gleich weglesen und der, die mehrere Semester Politik studiert hat, es gar nicht angreifen. Wir müssen ein bisschen die Sprache hinein so wieder werden, dass wir auch wirklich verstanden werden und sagen, das ist das, worauf wir hingehen. Fruchtbar dann wird die Erinnerung, wenn sie erinnern, was zu tun ist. Und da komme ich zu diesen Fragestellungen zurück. Ja. Es ist gar keine Frage, es ist nicht böswillig, ganz im Gegenteil. Natürlich ist der Wohlstand, den wir haben, ein hochsubventionierter Wohlstand. Ökonomisch wird das so schön genannt, wir wälzen Kosten aus unserer Kostenrechnung ab. Ja, richtig, wir haben preiswerten Strom gehabt aus Kohle. Hat ja auch keiner aus Böswilligkeit gesagt, wir machen das jetzt, damit das Klima sich ändert. Die haben ja gar nicht dran gedacht. Aber die Kosten, die damals entstanden sind, werden in der Zukunft zu begleichen sein. Da gehen junge Leute auf die Straße und sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir bezahlen für den Wohlstand, den ihr jetzt habt. Das ist eine extreme Verkürzung, aber wir müssen uns doch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Mich ärgert hoffentlich Greta, wenn sie sagt, how do you dare, wie wagt ihr? Mich ärgern diejenigen, die da sitzen, grauhaarig und hocherfahrene politische Menschen und nicht diese Fragen beantworten und sagen, warum haben wir das denn gemacht? Wenn ich das nicht tue, darf ich mich nicht wundern, dass Menschen andere Lösungen suchen. Also wir müssen schon ein Stückchen daran rangehen. Wir sagen, wir müssen wieder die Kosten internalisieren, wieder zurückbringen zu dem, den wir machen. Das haben wir mal versucht. War ja nett, dass Sie gesagt haben, mein Badeanzug, da hätte sehr beeindruckend gewirkt. Den hatte ich eigentlich schon überwunden. Aber es ist besser, den zu erwähnen, als zu sagen, das ist der gelbe Sack. Das geht gar nicht. Grüne Punkte da noch. Hat ja Frau Mühl daran gearbeitet, dass der grüne Punkt einigermaßen bekannt wurde. Jetzt ist der grüne Knopf, ich komme gerade von der grünen Woche, da ist der grüne Knopf groß da. Wir hatten nur einen grünen Punkt, aber der, vor allen Dingen der gelbe sagt, ich bin mal bei der Show von diesem zurückgetretenen Talkmaster im gelben Sack auf die Bühne gebracht worden. Da wurde geraten, wer ist da drin? Haben sie alle geraten, das ist bitter. Also, jungen Leuten sei nur gesagt, macht sowas nicht. Jeder Journalist wird euch erstmal dahin sagen, mach das ist doch eine schöne Sache. Kaum hast du es gemacht. Stimmt. Hast du heute die Überschrift der Bildzeitung gelesen? Der machtlose Kanzlerin, wirklich eine tolle Sache. Und kriegt die ganzen Leute hierher und da scheint drin der Gruselgipfel der Kanzlerin. Ich finde das unglaublich. Als ob irgendwann wieder Putin hierher kommt und seine Sicherheitsleute nie mitbringt. Vielleicht macht er sichtbarer als andere. Also Leute, das sind so die Dinge, die einen an irgendeiner Stelle nicht mehr ganz zufriedenstellen. Deswegen macht sowas nicht. Was vorher gesagt wird, wird hinterher anders ausbringen. Hier im Saarland bei der CDU muss man das nicht sagen, die sind nämlich, sagt man mir, alle nur noch ganz jung. Ganz junge Leute. Siehst du, Ministerpräsident, alles was da sitzt. Jung, jung, jung. Naja. Manchmal
Herr Suchi, wenn Sie nicht sagen, wie ich zu Greta stehe, sagen Sie, können Sie sich nicht vorstellen, aber ich war auch mal jung. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass man protestiert hat. Vor allen Dingen erinnere ich mich daran, wie man gegen mich protestiert hat. Erinnern Sie sich noch an die großen Protestmärsche gegen die Kernenergie? Und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen die Ohren aufhalten in die Gesellschaft hinein, selbst der sächsische Ministerpräsident hat darauf hingewiesen, man müsse doch mit der Kernenergie, da gibt es doch auf einmal nicht einen Aufschrei, da sind wir gerade rausgegangen. Denn für CO2 war das eigentlich ganz günstig. Dass unsere französischen Nachbarn da ein bisschen anders dastehen, hat damit zu tun. Dass das eine gänzlich andere Ebene ist und dass wir eben sehen müssen, wenn wir etwas tun müssen im Klimabereich, ist das ganz wichtig, dass wir bei uns was tun. Aber die Hauptverantwortung eines technologisch führenden Landes, wie es Deutschland ist und sein muss, und eines wirtschaftlich stabilen Landes, wie es hoffentlich auch immer bleibt, besteht doch darin, die technologischen Lösungen zu erfinden, die global eingesetzt werden können. Wenn Sie mich fragen, was war die bedeutendste Maßnahme, die wir in Deutschland gegen den Klimawandel gemacht haben und machen, dann besteht sie darin, dass wir die Solarenergie globalisierungsfähig gemacht haben. Also mit der Solarenergie anfingen, Hermann Scheer, SPD, hat mir dazu genannt, nicht, dass ich meine, es wäre eine parteipolitische Aufnahme von anderer Nordsfeder. Nee. Also der kostet eine Kilowattstunde Solarenergie etwa 60 Euro Cent. 60. Alle. Völlig undenkbar. Was kostet heute in der Sonnengürtel der Welt? 2 Euro Cent. Damit hast du die Solarenergie eben preiswerter gemacht als alle anderen. Ich habe 8 Jahre lang in Afrika gelebt. Ich erinnere mich genau an die Zeit, als ich mit der südafrikanischen Umwelt- und Klimaminister und Energieministerin gesprochen habe. Und die mir gesagt hat, ihr kommt immer hin und sagt, was wir nicht machen sollen. Wir sollen natürlich keine fossilen Energien nutzen. Wir sollen auch keine Kernenergie nutzen. Vielleicht sagt er uns mal, was ihr machen sollt. Und dann sagt er, ihr müsst doch aber die Erneuerbaren nutzen. Ihr empfiehlt uns also die Energien, die ihr, weil sie zu teuer sind, nicht machen. Wir sind da nicht ganz glaubwürdig. Und deswegen war es so zentral für mich eigentlich die Saulus-Paulus-Erfahrung. Wie gesagt, der afrikanische Kontinent nimmt an Bevölkerung massiv zu. Wir kriegen bald 2 Milliarden Afrikaner auf diese Welt. Und wir liegen stabil in Europa. Also muss ich mir sagen, die brauchen unbedingt Arbeitsplätze für eine junge Bevölkerung, siehe, was ich am Anfang gesagt habe. Und wenn sie das haben, brauchen sie Energie. Also muss ich denen noch sagen, wo kriegen sie die Energie her? Und wenn ich sage, ihr dürft die anderen nicht machen, dann muss ich mich doch verpflichtet fühlen, eine zu entwickeln, die sie machen können. Und zwar wettbewerbsfähig machen können. Erwähnt irgendjemand bei uns noch mit Stolz, dass wir die Solarenergie so gefördert haben? Aber wir diskutieren bis zum Abwinken. Standortentscheidungen für Wind und für anderes, statt dass wir erstmal deutlich machen, welche Konsequenzen das hat. Mir geht es doch nicht darum, dass wir nur 2% Emissionen an CO2 haben, was auch wiederum ganz verengt gesehen wird, denn du vergleichst das heute, dass wir unsere gesamte wirtschaftliche Entwicklung mit CO2 gemacht haben und dadurch der Anstieg schon vorgeladen war, wird ja gar nicht gesagt dazu. Wenn ich dort etwas tue, da muss ich doch unter dem Gesichtspunkt sehen, welche Techniken wir machen. Ich habe heute auf der Grünen Woche gesprochen, das ist im landwirtschaftlichen Bereich kaum anders. Stellen Sie mal vor, im landwirtschaftlichen Bereich die höchste Kapitalintensität nach der Chemie in der deutschen Wirtschaft pro Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz in der Landwirtschaft, in der modernen Landwirtschaft, kostet heute roundabout 500.000 Euro Kapitalinvestition. Nur die Chemie ist teurer da. Du siehst, bei uns arbeiten noch etwa 2% der Bevölkerung, der Berufstätigen in der Landwirtschaft. Wenn du dasselbe jetzt machst, diese Technik, etwa in Afrikanisch zu übersetzen, wird das eine Katastrophe. Das ist die junge Bevölkerung, 50% der Menschen dort arbeiten in der Landwirtschaft.
Stell dir mal vor, wir machen einen solchen Rationalisierungsprozess da. Da haben wir aber hier richtig Spaß. Das können Sie sich doch vorstellen. Also müssen wir auch dort darüber nachdenken, welche Techniken können wir denn gemeinsam entwickeln? Wie kann man auch einen Kleinbauern effizient arbeiten sehen? Was bringt die digitale Revolution dafür? Wie kriegen wir das hin? Das sind die Herausforderungen für die Zukunft, die wir haben. Also, die Zukunft hat ihre Chance aus den Fehlern der Vergangenheit und aus den absehbaren Konsequenzen, die damit verbunden sind. Klima ist ein klassisches Beispiel. Wir haben Energie genutzt, haben eins übersehen, dass wir damit Emissionen haben, die diese Klimawirkung haben. Jetzt haben wir den neuen wirtschaftlichen Bereich der Erneuerbaren, die genau das wieder auffüllt, was vorher als Fehler gemacht worden ist. Sie können das durchgehen, wo Sie wollen. Sie finden überall genau dieselbe Zusammenhang. Und dies wird natürlich zunehmend ein Problem. Warum? Der Mensch dringt immer tiefer in die Entschlüsselung der Codes des Lebens und der Umwelt ein. Wir entschlüsseln die Genstrukturen. Wir können also all dieses mitmachen. Und je mehr wir das machen, je tiefer eindringen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die damit verbundenen Veränderungsmöglichkeiten weitreichender sind und umfassender sind. Wir werden uns also Fehler immer weniger leisten können, weil sie gar nicht wieder korrigiert werden können. Wenn man mir immer sagt, wir sind so langsam im Entscheiden, kann ich immer nur sagen, und das war mein Zitat, ich entscheide lieber etwas langsamer, aber fehlerfreundlicher, korrigierbarer. Ich bin massiv gegen diese großen Transformationen, die eigentlich nur klappen können oder nicht klappen können. Ich bin sehr viel stärker der Meinung, gerade auch eine solche Partei wie die CDU müsste auch so bekennen, dass sie eine menschennahe technologische Entwicklung hat, die Fehler machen kann und machen darf und diese korrigieren kann. Das ist eine menschliche Entscheidung. Jede Entscheidung des Menschen ist eine Entscheidung bei unvollkommener Information. Ein Wissen heißt, so wissen wir, ist eine göttliche Tugend. Wir entscheiden immer bei unvollkommener Information und damit mit Risiko. Also gehe ich gerne solche Dinge ein, wo ich sage, das Risiko kann ich aber, wenn es sich nicht darstellt, wieder aufarbeiten. Ich habe einen anderen Zugang zu den Menschen. Deswegen bin ich auch für sowas wie erneuerbare Energien. Sie sind dezentralisierungsfähig, sie sind demokratiefähig, sie sind global einsetzbar. Wenn du einen Fehler machst, kannst du korrigieren. Das ist alles ein Riesenvorteil von Technologien, die wir in einer Welt brauchen, die bald 9 Milliarden Menschen hat. Und wo nicht jeder immer dieselben Voraussetzungen einbringen kann bei jeder Technologie, die wir haben. Also Klima als ein Beleg dafür, dass wir davor nicht zu resignieren haben, sondern dass wir es als Chance für eine Neuorientierung auch und gerade Energieversorgung ansehen können und ansehen müssen. Dass wir da eine Breite haben, ist richtig. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben heute die Kosten für eine Kilowattstunde Solar im gesamten Solargürtel dieser Welt bei etwa 2 Euro Cent, kannst du diese Energie natürlich glänzend einsetzen, um Wasserstoff zu erzeugen. Kann ich die gesamte Stufe weitermachen. Man sollte also diese Zielsetzung sehr genau beachten. Klima ist eine massiv herausfordernde Aufgabe und stellt deswegen herausfordernde Chancen. Ein großer Ökonom hat mal gesagt, es gibt so etwas wie eine schöpferische Zerstörung. Nur das machen wir. Disruptive Techniken, die wirklich einen Umbruch darstellen. Dass wir das alles nicht so ganz gerne sehen, das ist ja wahr. Es ist eine Legislaturwissenschaft entstanden. Und wir müssen deswegen ein bisschen länger wieder denken. Raus aus diesem Diktat der Kurzfristigkeit, reinzudenken, dass man auch mal was entscheiden kann, was möglicherweise für die, die es entscheiden, eher negativ ist, aber für die mittlere und längere Frist dringlich notwendig ist.
Ist das nur zu machen, wie ein guter Freund von mir, Herr Lepinis, geschrieben hat, dass du die Interessenfelder, die Zäune, die um die einzelnen Interessen gemacht werden, nur mit der Strafe der Nichtwahrheit wegbringen kannst? Kriegen wir das wirklich nicht mehr hin, dass wir uns selbst damit neue Perspektiven in die Gesellschaft hineinstellen? Ich glaube, das ist für mich eine wirklich ganz zentrale Frage aus der gesellschaftspolitischen Perspektive heraus in die Bäder. Und ich wage es auch nochmal zu sagen, dazu gehört auch ein Überdenken unserer Eckpunkte. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, als wir am Parteitag in Bremen mal nach mehrstündigen Diskussionen vornehmen mit den Sozialausschüssen durchgesetzt haben, eine Mehrheit gehabt haben, dass wir als Ordnungsprinzip eine ökologische und soziale Marktwirtschaft brauchen. Das ist auch beschlossen worden. 3 oder 4 Jahre später ist in Leipzig wieder gecancelt worden. Finde ich ein Fehler. Warum? Was ist denn eigentlich eine soziale Marktwirtschaft? Wie ist die denn entstanden? Die soziale Marktwirtschaft ist entstanden aus der industriellen Revolution heraus, wo die Abwälzung von Kosten aus der Kalkulation auf den Menschen die Regel war. Die Menschen haben praktisch diesen Prozess mit subventioniert. Dagegen haben sie protestiert. Ich komme auch aus einer Bergarbeiterfamilie, ganz alten Ursprungs, liege im Saarland. In Waldenburg in Schlesien bin ich geboren. Mein Großvater ist bei schlagenden Wettern dort im Steinkohlenberg zu Tode gekommen. Das war der größte Bergarbeiteraufstand, den es je gab. Die sind aufgestanden dagegen, dass sie diese Kosten zu tragen hatten, sie und ihre Familien. In der christlichen Tradition hat das dann dazu geführt, dass 1891 die Enzyklika von Leo XIII. Gekommen ist. Das ist interessant. Deswegen ist er Arbeiterplatz geworden. Und jetzt haben wir eine, die genau das aufgreift, diese Abwälzung von Kosten auf die Umwelt. Die kann nicht streiken. Die streikt aber ganz besondererweise. Der Spiegel titelt das, unsere Welt ist in der Werkstatt. Wir wälzen die Kosten ab. Und jetzt kommt einer hin, wie Benedikt es gemacht hat. Nee, Benedikt hier, Franziskus. Laudato si. Ich behaupte mal, wenn in der CDU 1% der Mitglieder, die man gelesen hat, gebe ich einen Kassenpilz aus. Ich glaube es nicht. Und dann kannst du ja noch reingucken. Und da fragt er genau dieselben Fragen, die ich versucht habe, hier etwas, wenn Sie so wollen, bewegter darzustellen. Ich sage, wer herrscht denn? Herrscht die Technik über den Menschen oder der Mensch über die Technik? Das ist die Frage der Alternativlosigkeit. Ist es so, dass eigentlich die Abwälzung von Kosten dazu führt, dass Zukunft in Frage gestellt wird? Ich weiß nicht, ob jemand von Friday for Future jemals diese Enzyklika gelesen hat. Die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering. Aber das ist genau die Argumentation, die dort vorgenommen wird. Und die kommen genau zu demselben Ergebnis. Die sagen eben hinterher, wenn das sich so darstellt, dass die Technik den Menschen beherrscht, dann werden wir eine wirkliche Problematik haben, eine offene Demokratie noch gestalten zu können. Das steht auf dem Spiel. Gucken Sie in der Welt um und fragen Sie mal, wie viele wirklich offene parlamentarische Demokratien wir in der Welt noch haben. Das sind verdammt wenige. Und das ist etwas, was die Urkraft dessen ist, was wir mal in diesem politischen Spektrum versucht haben aufzuarbeiten. Haben wir es nicht geschafft. Muss noch getan werden. Aber nicht, dass wir meinen, es gehe nur um Verteilung. Der eben schon zitierte Lepinis hat gesagt, wir müssen von der Verteilungspolitik wieder mal zur Ideenpolitik,
von einem Verteilungswettbewerb zum Ideenwettbewerb kommt, fände ich ganz prima. Wäre ihm sehr daran interessiert, dass wir nicht Umweltpolitik machen, weil sie andere machen oder die Menschen die erwarten, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es unsere Verpflichtung ist, als Menschen auf dieser Welt dafür Sorge zu tragen, dass Zukunft möglich bleibt. Das ist schöne Welt. Und das wollte ich doch deutlich gemacht haben, dass ich sehr gerne Umweltminister war. Würde man mich heute fragen, ob ich es nochmal machen wollte, würde ich sagen, unter dem Titel immer. Es ist mir eigentlich eine technokratische Abarbeitung von Dingen, wo wir auch wirklich soziale Innovationen genauso brauchen wie die technischen. Und die zu leisten, wird notwendig werden, wenn wir wieder Richtung sehen können. Wenn wir sehen können, dass sich der Zufall herausholt, die Wahl, aber wenn wir das nicht machen, oder wenn wir das machen, werden die anderen gewählt, also machen wir es nicht. Das kann es ja nicht sein. Wenn wir das machen, dann wird es eine allgemeine Abwärtsentwicklung geben, die man schwer arbeiten kann. Wir müssen diese Grundsatzfragen wirklich in aller Deutlichkeit wieder auf den Kern zurückführen. Und da haben wir viel zu tun. Dazu wünsche ich viel Glück. Aber da ich nur 20 Minuten zu reden hatte, habe ich jetzt schon überzogen. Aber wer wäre man eigentlich gewesen, wenn man noch nie überzogen hätte? Das geht ja gar nicht. Wir wissen ja, die Überlegung, das war nicht hier, das war schon bei meiner Rainer Felschertour, da gab es einen Wirtschaftsminister, der hieß Holkenbrink, Heinrich Holkenbrink aus Trier, eine wirkliche Figur von großer Schlagkraft, Urwestfalen nebenbei. Und der hat da Rede gehalten, die waren auch um etwas überzogen. Und wenn der hat dann dreimal gesagt, ich komme zum Schluss, als er das zum dritten Mal gesagt, kam Beifall auf. Und das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Also bevor der Beifall kommt, muss man sagen, und jetzt tue ich es auch. Und deswegen mache ich es nochmal. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich hoffe, ich habe Sie hinreichend enttäuscht. Vielen Dank.